Mein Name ist Josephine Bünger. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau hier bei der EPG angefangen. Mein Name ist Mike Wagner. Ich bin bei der LPG Personalleiter. Wir bilden in allen Bereichen im Einzelhandel aus. Also einmal Verkäufer im Einzelhandel, Einzelhandelskaufmann. Dann haben wir den Fleischereifachverkäufer und den Koch. Also prinzipiell ist es bei uns so, dass wir nicht für die Straße ausbilden. Und das ist unser Ziel, dass wir die Azubis übernehmen. Man bräuchte als Voraussetzung, dass man diesen Job oder diese Ausbildung machen kann, am besten den MSA. Gehen würde natürlich auch der normale Hauptschulabschluss, aber wie gesagt, wäre besser mit dem MSA oder höher. Wir haben im Moment 18 Auszubildende, verteilt auf die 9 Filialen. Aber unser Ziel ist es, dass wir da deutlich zulegen. Das heißt, unser Ziel wird sein, so um die 50 Auszubildende zu bekommen. Dass wir da wirklich eigentlich in jedem Markt auch mindestens 2-3 Azubis auch haben. Also wenn ein Schüler sich interessiert für eine Ausbildung bei uns, sollte auf jeden Fall Ehrgeiz und Lust mitbringen. Ja. Man sollte auf jeden Fall Freude haben daran, Leute kennenzulernen. Offenheit ist ganz, ganz wichtig. Man sollte keine Berührungsängste haben. Natürlich auch Flexibilität, ganz klar. Weil wir haben sehr breite Öffnungszeiten und da gibt es natürlich auch immer verschiedene Arbeitszeiten. Man sollte ehrlich sein auf jeden Fall. Ein bisschen selbstbewusst, kann nie schaden. Wir sind alle super nett, wir sind mehr oder weniger wie eine große Familie. Wir verstehen uns alle gut. Es geht natürlich immer mal wieder ein bisschen tough, aber das ist normal. Ganz locker bleiben, auch wenn es mal stressig wird. Wenn du Lust auf die LPG hast, auf den Einzelhandel, dann komm zu uns. Du wirst hier eine super Ausbildung haben mit richtig viel Spaß. Und dann haben wir eine schöne gemeinsame Zeit.